Die italienische Marke OM steht in den 1920er Jahren für erfolgreiche Rennsportfahrzeuge. Heute sind diese Oldtimer begehrte Klassiker, mit denen die schönsten Rennsportveranstaltungen der Welt erobert werden können. Der italienische Automobilhersteller Officine Meccanici, kurz OM genannt, war Anfang des 20. Jahrhunderts für seine robusten und erfolgreichen Rennsportwagen bekannt. Besonders der OM 665 Superba überzeugte durch seine zahlreichen Erfolge im Rennsport. Die Typenbezeichnung des OM 665 leitet sich von der Anzahl der Zylinder des reinen Sechszylindermotors und der 65 mm großen Bohrung der einzelnen Zylinder ab. Superba heißt übersetzt superb. Der 2-Liter-Motor des OM 665 Superba leistete bei 4500 Umdrehungen in der Minute ganze 55 PS. Zwar waren die Motoren der Konkurrenz meist leistungsstärker, aber das geringe Gewicht und die besondere leichtgängige Lenkung verschafften dem OM 665 Superba merkbare Vorteile. 1925 traten drei OM 665 Fahrzeuge in Le Mans in der Klasse unter 2 Litern an. Sie fuhren den 4. und 5. Platz im Gesamtsieg ein. Der 3. OM fiel in der 81. Runde aus. 1929 fuhr das Team Morandi und Rosa bei der Mille Miglia auf den 3. Platz im Gesamtsieg. Die Liste der Siege zwischen 1925 und 1931 wurde immer länger und ist mit auf 469 Siegen beachtlich. Bei der Targa Florio 1925 fuhr übrigens ein OM hinter 4 Bugattis über die Ziellinie. Der hier gezeigte OM 665 Superba wurde 1927 gebaut. Hergestellt wurden die OM 665 Modelle bis 1932 in den verschiedensten Modifikationen und Karosserieaufbauten. Kurze und lange Chassis, verschiedene Motorengrößen, teils sogar mit Kompressor und stets mit einem neuen Kürzel hinter der Typenbezeichnung. Die Getriebeeinheiten wurden über die Jahre hinweg kontinuierlich verbessert. Das hier gezeigte Fahrzeug ist eines der Modelle mit kurzem Chassis, die für die Mille Miglia-Teilnahme aufgebaut wurden. Auf dem kurzen Chassis sitzt eine zweisitzige Roadster-Karosserie. Die Mille Miglia-Modelle zeichnet ein geringeres Gewicht und eine höhere Kompressionsrate aus. Das Lenkrad sitzt, wie für die damalige Zeit üblich, auf der rechten Seite. Mitte der 1920er Jahre erhielt OM die Lizenz, die Schweizer Saurer Dieselmotoren zu produzieren. Damit wurde die Produktion der Personenfahrzeuge langsam eingestellt. Anfang der 30er Jahre wurde OM von Fiat übernommen und produzierte von dort an nur noch Lastwagen und Busse. Aus dieser Firma ging Mitte der 70er Jahre die Firma Iveco hervor.